Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Survive Fallout 4. Wir sind hier in der Covega Fertigungsanlage. Den ersten Teil haben wir gemeistert. Jetzt weiß ich nicht, jetzt müssen wir zum zweiten Teil über. Und der ist oben. Ich bin am Überlegen, was da noch war. Oben. Ist das da irgendwo eine Tür gibt oder so? Was gibt's denn hier Schönes? Brauchen wir nicht. TV-Dinner-Tablet? Ja, Aluminium ist, glaube ich, drin. Nehme ich liebend gern. Nichts drin. Ansonsten hat der Schrank auch nichts. Kaffeekanne. Die Glühbirne und Kaffeetasse nehme ich noch sehr gerne mit. Glühbirne wegen Kupfer. So, gut. Affe. Böser kleiner Affe. Haben wir den schon? Keine Ahnung. Oh, ich sag ja, ich hab's nicht mehr mit dem Knacken. Eigentlich hatte ich das noch nie. Na, 9 Stückchen. Na, ich wollte nach oben. Danke. So. Das wär's. 308er Patronen. Achso, einzeln 10 mm Patronen. Leichtes Jagdgewehr. Ich glaube, ich will leicht Jagdgewehr. Und wo ist Kotzwerf? Kotzi. Aufgepasst. Warte da. Komm schon. Ich habe Schrott für dich. Ich hoffe, du kannst noch genügend tragen. Sehr gut. Kotzwerf kann sehr gut tragen. Gut. Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwo eine Tür gab, aber ich weiß nicht mehr wo. Oben. Wir müssen wieder auf die andere Seite wahrscheinlich. Da geht es auch wieder hoch, oder? Ich bin jetzt orientierungslos. Das ist das Schlimme. Gibt es nirgendwo eine Tür? Hier gab es eine Tür irgendwo. Ja, jetzt irren wir hier durch die Gegend. Auch fein. Ich hab's wirklich vergessen, wo wir hin müssen. Wie ging das denn noch? Das war... Oh je. Hier muss doch irgendwo eine Tür sein. Ich habe mich verlaufen. Wie sind wir denn hier hingekommen? Da geht's aufs Dach. Da gehe ich erstmal nicht hin. Hä? Wie sind wir denn vorhin hier hingekommen, bitte? Ich weiß es nicht mehr. Aber es muss doch hier ein... Oh. Ach, haben wir schon genommen. Ein anderer Weg noch sein. Wir sind doch hier reingekommen. Wie kommen wir dann wieder raus? Da gibt's nichts. Oh nein. Oh nein.
Oh, ich wollte schon sagen, ich hänge fest. Gut, aber irgendwo muss es doch hingehen. Ich habe den Weg verloren. Das kann es ja wohl nicht sein. Okay, wir sind von hier oben irgendwo gekommen. Ich habe bestimmt auch schon Wackelpuppe irgendwo liegen lassen. Ach hier. Ich sag doch irgendwo. Ei, 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 so. Aber hier geht's ja auch nur wieder raus. Das kann es ja auch nicht sein. Da ist eine Tür unten. Vielleicht geht's da dann hoch. Genau. Hier geht's hoch. Sogar mit Aufzug. Wir nehmen keinen Aufzug. Wir nehmen die Treppen. Kaffeetasse. Fancy Lebkuchen. Kaffeetasse. Bierflasche eine nehmen wir mit. Zigarren. Ein Katzennapf. Aschenbecher. Und ich bin nachher wieder total überladen. Oh Mann. Kochtopf. So. TV-Dinner-Tablette. Waren hier nicht früher auch immer Fallen? Ich weiß es nicht mehr. Langsam. Blechdosen lasse ich liegen. Ah ja, okay. Wir sind da. Und wir machen ein bisschen Tamtam. Hoffentlich entdecken die uns nicht in der Zeit. Bis wir was geknackt haben. Mails, Eintreffer, super. Liest. Null Treffer, also ähnlich, Hells. Ich sag doch, das dauert jetzt wieder. Eieiei. Na. Wir aktivieren da diesen. Ihr wisst schon. Roboter. Damit wir es simpler haben. Ich hoffe nur, dass es so klappt, wie ich es mir vorstelle. Na komm. Keine Klammern mehr. Da ist noch eine. Ich habe auch vergessen, welches Wort war. Least? Nee, Mails war. Mit einem Treffer, glaube ich. Oder? Goals? Vielleicht. Bin mir aber nicht sicher. Oh, bitte, 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 bitte. Also so werden wir bestimmt entdeckt hier. Nee. Halt den Mund. Maybe. Ja. Oh. Protektionssteuerung. Maybe we have luck. Status Einheiten laden inaktiv. Einheiten aktivieren. Persönliches. Was machen wir denn? Feuerwehr oder Erste Hilfe? War Rechtsvollzug, ich weiß nicht. Machen wir Feuerwehr. Vega, für mich wie eine entfernte Verwandte. Erster und letzter Fehler.
wir dann auch noch auf den Hebel. Abgeschlossen. Oh je. Das waren noch nicht alle. Aber noch einer. Das ist MG-Geschütz-Ding. Da. Ich habe mehr Chance auf. Quatsch, Quatsch. Zeig dich! Kotzwurf. Nicht vor meine Nase, bitte. Schieß mal. Da, daneben. Ah, da ist unser Friend. Thank you so much. Eindrucksvolle Befestigungen. Das ist hoffentlich schlecht für uns. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Werd dich finden. Ich höre dich, aber ich weiß nicht, wo du bist. Komm schon her, du Wichser! Noch alle an. So, du aber Kronkorken, 38er. Linkes Bein, ne? Besser Protektor. Stahl lassen wir hier. So, Moment. Ich würde mal gucken. Weil mit Taschen ist ja immer gut. Oh, 5, 5, 4, 7. Das hat nur 2 Gewicht. Aber wir könnten mehr tragen. 130. Hier nur 8. Oh je. 5,5 ist auch nicht schlecht, aber ist zu schwer. Okay, gehen wir da hoch. Ein Telefon. Schrank. Zahnbürste. Löscher. Wo ist diese Lampe, die nervt? So, Jared, Corvega, 38er, Steampack. Nein, kann er da. Linker Arm. Oder? Ja. 4413. Ja, natürlich ziehen wir dann die an. Das Jet wird dich nervös machen. Ich schätze, sie hatte recht. Oh, guck mal, der war mal. Ja, ja. Dauer 5 plus 5% mehr Schaden.
So. Kurzwerf, kümmerst du dich um den anderen? Ergib dich, dann mach ich schnell. Ja, ja. Wo bist denn du? Ich lasse nie eine Aufgabe unvollendet. Irgendwann finde ich einen Anfänger. Einen Abend für eine kleine Prügelei. Hervorragend. Ja. So, Jared's Terminal. Was los? Das war jetzt ein Akt. Sich niederlassen. Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Loney und Crystal entweder die letzten Ghule erledigt haben oder gerade jemand als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jetzt gesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Überfragt. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Jet geschnupft. Ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los. Eine Vision nach der anderen. Und alle haben sich als wahr erwiesen. Die Raider, die die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Sie spricht wahrscheinlich von Mama Murphy. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, die anderen Bannen, niemand hätte eine Chance. Aber nichts funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. Subjekte. Es sind nicht die Camps. Sie sind nur der Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadelkissen aussehen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Immer noch kein Erfolg, aber das Gerücht über kostenlose Camps hat viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor unserer Plünderung von Lexington. Loney denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Aber Loney trifft hier nicht die Entscheidung, sondern ich. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht verursacht sie eine weitere Dosis Psyche, eine neue Vision bei ihr. Sie ist hier. Crystal sagte, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. So ein Scherzkeks mit Cowboyhut und Lasermuskete. Drei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Das ist sie. Ich weiß, dass sie es ist. Ich habe Crystal losgeschickt, damit er sie sich schnappt. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich. Schließlich hat sie das alles kommen sehen. Achso, ja, das haben wir ja erledigt. Ich habe mich gerade erschrocken, wer du denn bist. 38er Stimpack. Sonst nichts. Ich habe das Gefühl, ich hätte was vergessen, aber ich habe nichts vergessen. So. Ja, ich bin in die Tonne reingehüpft. So, was hast du? Kronkorken und Schruppaton. Hallo. Nee, wo ist denn die andere, die... Mit dem Karma da hinten, oder? Ja, sie hat aber nichts. So, Ausgang. 6 Meter. Jetzt entfernen wir uns wieder. Ach, hier. Gehen wir raus. Na, bleib mich hängen. Komm, Kotzi. We have to do it. So. Oh Gott, draußen sind auch noch Raider. Auf dem Dach, oder sind wir jetzt? Oh, bitte nicht.
Oje, oje, oje. Da ist einer. Das war eine Kugel von somewhere. Ach, da oben. Sei nicht. Los, wenn du dich traust. Nein, ich trau mich ja nicht. Du bist sowas von tot. Aha. Oder du. Oh je. Seht ihr da? Den treffe ich gar nicht. Ach nein. Das ist immer so. Hast du alles gut erledigt? Hinterher kommt einer und macht dir den Salat wieder schön kaputt. Ei, nein, müssen wir wieder da anfangen. Oh Gott, nein. Oh, bitte, nö. Ach, lass das doch. Okay, aber erst im nächsten Part. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks würde ich mich sehr drüber freuen. Und wie gesagt, ich bin erstmal weg. Adios.